Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne aufgreifen, was meine Kolleginnen und Kollegen hier vorweg bereits gesagt haben. Die sexuelle Selbstbestimmung ist in der Tat ein Menschenrecht. In Deutschland sind daher die Sexualaufklärung, die Beratung zur Verhütung, Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt gesetzliche Pflichtaufgaben. Die Bundesländer müssen in diesem Zusammenhang wohnortnah Beratungsstellen anbieten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie auch schon gesagt wurde, Berlin wächst rasant. Wie der Arbeitsbericht Wachsende Stadt zeigt, wuchs Berlin im letzten Jahr um etwa 44.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Tendenz ist hier steigend. Wachstum bringt nicht nur die Reichen und Schönen in die Stadt, sondern auch mehr soziale Probleme. Das ist eine enorme Herausforderung für Berlin. Allerdings, Berlin verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Beratungsangeboten. Jedoch wird dieses Netz immer weniger dem wachsenden Bedarf gerecht. Das trifft auch auf die Infrastruktur von Hilfs- und Beratungsangeboten für Frauen zu. Die Fraueninfrastruktur muss ausgebaut und dem steigenden Bedarf angepasst werden. Schon jetzt sind die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen an ihren Grenzen gekommen. Je 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner muss es laut dem Schwangerschaftskonfliktgesetz eine Vollzeitstelle in den jeweiligen Beratungsstellen geben. Dies ist jetzt schon nicht mehr gewährleistet. Wir brauchen also dringend eine bedarfsgerechte personelle Ausstattung. Für die neu hinzukommenden Aufgabenbereiche der Beratungsstelle, wie etwa Beratung im Kontext der Pränataldiagnostik, die vertrauliche Geburt, der Vernetzungsauftrag nach dem Bundeskinderschutzgesetz, gibt es keinerlei neue Stellen oder Stellenanteile. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann nicht sein. Als Folge daraus können die gesetzlich geforderten kurzfristigen Termine bei Pflichtberatung nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus leidet die Qualität der Beratung aufgrund des akuten Zeitmangels. Ja, Frau Hausdörfer hat das schon auch angesprochen und hier erwähnt, dass wir hatten letzten Mittwoch im Frauenausschuss dazu eine Anhörung, und es wurde deutlich, dass Schwangerschaftsberatungsstellen in freien Trägerschaft personell und finanziell gegenüber dem öffentlichen Gesundheitsdienst benachteiligt sind. Das war sozusagen Kernproblematik, die in im Ausschuss dann klar dargestellt wurde von der Expertin, die da war. Es besteht insbesondere eine tarifliche Ungleichheit. Die Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatungsstellen der freien Träger bekommen für gleichwertige Arbeit weniger Entgelt. Darum geht das hier. Das ist im höchsten Maße ungerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wissen, dabei finden 80% der allgemeinen Schwangerschaftsberatungen bei den freien Trägern statt. Wie wir in unserem Antrag fordern, muss eine tarifliche Angleichung des Entgelts geben. Die beiden freien Träger, bei den freien Träger arbeitenden Beraterinnen müssen endlich eine dem öffentlichen Gesundheitsdienst gleichgestellten Vergütung bekommen. Diese beiden Forderungen haben wir in unserem Antrag formuliert. Erstens die bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Schwangerschaftsberatungsstellen sowie zweitens die tarifliche Erhöhung des Entgelts in Anlehnung an den Tarif des öffentlichen Gesundheitsdienstes für die Beraterin bei den freien Trägern. Und die müssen, glaube ich, in den laufenden Haushaltsberatungen aufgenommen werden. Meine Kollegin Frau Vogel und auch Frau Hausdörfer haben das gesagt, also das haben sie mitbedacht, und das wird es auch so kommen. Da kann ich Ihnen auch sagen, da haben wir ja goldrichtig unseren Antrag eingereicht. Das ist ja das, was Sie hier noch mal bestätigt haben. Also ich würde
Ich appelliere an Sie in den entsprechenden Ausschüssen, wo es jetzt überwiesen wird, im Hauptausschuss und auch im Frauenausschuss. Übrigens, im Frauenausschuss war auch Senatsverwaltung für Soziales und Gesundheit vertreten. Also insofern war das schon richtig, dass wir im Frauenausschuss diese Anhörung gemacht haben. Deshalb bitte ich Sie, einfach unserem Antrag in den jeweiligen Fachausschüssen zuzustimmen. Vielen Dank.